Und herzlich willkommen zurück. Warum noch weiter? Ja, mir ist aufgefallen, nur so und weiter und so fort. Ich spiel's jetzt einfach nochmal fertig. Fertig aus. So, jetzt lädt's. Ich sollte auf den Picknickkorb drücken. So ein Picknick ist toll. Ja, sehr toll. Aber siehst du den Ameisenhaufen? Nein, ja, dach. Was machen wir denn, wenn die Ameisen unser Essen entdecken? Lass uns herausfinden, ob sich ihre Marschrichtung ändern lässt. Wir könnten ihnen etwas in den Weg stellen. Hier lassen uns die Ameisen mehr Zeit. Hier marschieren die Ameisen sehr flott voran. Also ein schneller Marsch oder ein langsamer mit 70 BPM, also Beats per Second, oder mit 80, 90. Ich glaube, ich mach mal. Klickst du schnell, wird das Spiel etwas schwerer. Lass uns loslegen. Nein. So, war's da schon? Oder prallen? Jetzt sind sie zu Amadeus gekrabbelt. Oh. Schade. Das müssen wir wohl anders machen. Okay. Lass uns loslegen. Zwei nochmal, komm. So, mal schauen, was passiert jetzt. Mal schauen. Ach du meine Güte, die sind ja aber schlau. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ja, so ungefähr. Puh. Alles klar. Nein, das braucht man nicht, aber... Hilfe. Ach, okay. Sie laufen zurück. Ja, das ist doch eine gute Konstruktion hier. So finde ich das schön. Aber warum bleiben die genau auf der Tischdecke? Komisch. Aber das sind ja auch sehr viele Ameisen hier. Kommt mir vor, ziemlich viele in einer Reihe. Das sind rein... Naja, Marsch. Marsch. Schon fertig. Okay. Na also, Problem gelöst. So, okay, jetzt können Sie... Wie haben wir das hingekriegt? Super, Bibi. So ein Picknick im Freien ist einfach toll. Und ohne Ameisen gleich doppelt so lecker. Ah, ja. Vor allem, weil die Ameisen nicht mehr versuchen, noch ein zweites Mal zu kommen oder so. Da liegt Schokolade. Butter oder so irgendwas. Apfel, Birne, Bananen, Baguette, Kürbis, Trauben, Apfel, Wasser. Was das ist, keine Ahnung, vielleicht so ein Glücksrad oder so. Und da noch was Gelbes, aber naja, gut. Ich hab Hunger. Nein, eigentlich ja nicht. Wir waren ja schon überall, außer hier, denke ich mal. Weiter, Amadeus! Da ist doch der Fluss. Und durch den Fluss müssen wir. Soweit ich weiß. Okay. Der ist noch zu hoch. Kommt jetzt. Ich frage mich, wann sich der Bach endlich beruhigen wird. Ich würde so gern im Wasser reiten. Lass uns durch die Gegend reiten. Irgendwann werden wir schon noch bachaufwärts wandern können. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das wird auch die schönste Aufgabe in diesem ganzen Spiel, weil die ist zwar schön, aber sie zieht sich. Boah. Woher weiß ich das eigentlich? Los, meine Süße! Obwohl ich dieses Spiel blind spielte, weiß ich jetzt, um was es geht. Hier haben wir nämlich etwas. Hier hat Franziska den Tieren gelauscht. Ob sich alle erraten lassen? Wir sollten das mal ausprobieren. Etwas vergessen, nämlich hier hinten. Hör mal, da ist wer. Das ist ein Specht. Komm, ein Specht. Lass uns um die Wette raten. Die sind schön. Um die Wette raten, okay. Und um die Veteranen raten. Was? Nein. Ach, sehr witzig. Witzig. Mal gucken, wer von uns beiden besser rät. Aber ich kann gar keine Tiere sehen. Aber sie sind da. Ich sehe auch irgendwie keine. Es.
Stimmt. Jetzt müssen wir ganz genau hinhören. Das Spiel ist für Bibi einfacher. Tina kennt sich bei Waldtieren besser aus. Deswegen wird es hier etwas schwieriger. Komm, dann. Wir sind doch. Ich drück dir die Daumen, Zweier. Tina. So irgendwie. Die Ringeltaube kommt immer häufiger auch in Städten vor. Ach du meine Güte, was war das? Die machen mich ja ganz durch. Ach, da. Fabelhaft. Die machen mich. Das kugelförmige Hauptnest vom Eichhörnchen heißt Kobel. Die machen mich ja komplett durcheinander. Ey, sei ruhig. Da, oder ist das was? Ist das. Das sieht aber. Das könnte der Schwanz sein. Ah, prima. Okay, gut, ja. Den Buntspecht kann man kaum überhören. Ja, toll. Wo? Da? Der ist bunt. Das ist bunt. Was ist das? Ach, das ist der. Ah. Bravo. Okay. Der Kleiber ist der einzige Vogel, der abwärts klettern kann. Abwärts klettern? Da unten bewegt sich was. Das ist... Ich glaube das hier, oder? Hallo. Renn doch nicht weg. Oh, ja gut. Sehr gut. Ach, Kopf vorwärts, die abwärts. Die Waldmaus hat sich unter der Erde eingerichtet. Ja, die habe ich doch vorhin schon gesehen. Spitze! Ja. Die kennen wir erst. Wie der Name schon sagt, ist die Singdrossel eine begnadete Sängerin. Wie dieser viel? Vogel verkündet immer Komm. Alles dreimal. Da noch. Jetzt bringen die mir schon wieder durcheinander. Wo war das denn? War das das? Nein. Hier, das hier. Komisch. Ah. Jetzt. Gut. Ausgezeichnet. Okay. Ein junges Reh. Hier da hinten, das habe ich doch, das sieht man. Lass mich darauf drücken. Was ist das? Ach, und was ist das da hinten? Ist das Bambi? Wolfsspinnen huschen gerne mal an eine sonnige Stelle. Sie sind harmlos. Ah, da. Wie viel kommen da aber denn noch? Kommen da jetzt alle? Oder was? Alle Tiere, die es hier gibt? Ausgezeichnet! Buchfinken können ganz schön laut singen. Da oben. Habe ich gleich gesehen. Spitze! Der Warnruf des Eichelheers ist unüberhörbar. Aha. Man muss nur schauen, wer sich als erstes meldet. Und dann... Das war klasse, Tina. Puh, endlich. Stimmt. Alle Achtung! Du hast tatsächlich alle Tiere wiedergefunden. Ja, aber nur gerade so. Jetzt können wir sagen, wir erkennen die Tiere des Waldes sogar an ihren Geräuschen. Franziska wäre stolz auf uns. Wer auch immer diese Franziska ist und wie alt die auch immer ist. Ich hoffe doch, der Bach ist jetzt wieder... Also jetzt ist der Bach zurückgegangen, weiter, sonst muss Amadeus. Ich immer hin und her reiten. Hin und her. Reiten. Oh! Das hätte ich jetzt zwar nicht erwartet, aber... Okay. Gut. Hey! Der Bach hat sich beruhigt. Weißt du, was das bedeutet, Bibi? Na klar! Jetzt können wir im Mühlbach reiten und herausfinden, wo Franziska ihren kleinen Schatz versteckt hat. Ja, gut. Das finde ich doch sehr schön. Jetzt kommt eine der schönsten Aufgaben in diesem ganzen Spiel. Aber auch leider die stressigste. Also, nervigste. Wie aufregend, im Bach zu reiten. Komm schon, Tina. Zwar schöne Melodie, aber... Wir erklären erst mal, wie wir uns verhalten, Bibi. Im Mühlbach gibt's auch Hindernisse, die uns den Weg versperren. Oder kleine Untiefen. Mhm. Um Hindernisse können wir drumherum reiten. Wenn der Bach etwas tiefer wird, dann musst du Sabrina entlasten. Dazu gehst du mit dem Oberkörper nach vorn und gibst mehr Zügelfreiheit. So wird es für Sabrina leichter, die Stelle zu passieren. Das leuchtet mir ein, Tina.
Mache ich Am nie. Am besten, ich reite voraus. Dann siehst du, ob ich alles richtig mache. Hier machen wir es uns leichter. Ja, gerne. Hier suchen wir eine größere Herausforderung. Ach, nein. Nur, wie gebe ich mehr Kette? Also, entlaste ich... Wenn du hier klickst, bekommst du das Spiel noch einmal erklärt. Wie entlaste ich Sabrina? Steuern lassen sich die Pferde mit den Pfeiltasten deiner Tastatur. Solange du die Pfeiltaste nach oben gedrückt hältst, geht es voran. Ja. Drückst du die rechte Pfeiltaste, bewegen sich die Pferde nach rechts. Wow, drückst du die linke, echt? Laufen sie nach links. Ja gut, okay, wenn du das an kann man Hindernis sich jetzt logisch beileiten. Umreiten. Untiefen lassen sich erst überwinden, wenn du die Leertaste drückst und die Pferde entlastest. Okay, gut. Du magst es lieber einfacher? Gut, dann ja. Dann klicke hier. Ich mag es einfach. Du suchst die große Herausforderung, dann klicke hier. Nein, eher nicht so. Auf geht's! Ach ja, das, was am meisten stört, ist, dass die sehr schnell unterwegs sind. Aber da kann ich ja auch Sachen erzählen, die ich, ja, jetzt, warum? Ich habe ja die letzten Teile, die 2, 3 und 4... löschen müssen, da ich urheberrechtlichen Content in dass sie urheberrechtlichen Content enthielten. Das ist ja auch klar, weil ich dieses Spiel ja spiele und das gehört mir nicht. Nur was ich halt sehr mysteriös fand, ist, warum das erst nach circa einem Jahr auf einmal zack bumm hier weltweit gesperrt und so war. Da habe ich den Entwickler angeschrieben. Oder den Publisher. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind die gleichen oder so. Die habe ich dann angeschrieben und habe nachgefragt und so. Und dann haben die mir gesagt, dass ich eigentlich, dass sie jetzt eine Agentur so beauftragt haben. Hier. Und weil es gibt bestimmt auch, es gibt ja auch viele, die laden einfach Bibi und Tina Folgen hoch. So ganze Filme und so, und das ist ja natürlich verboten. Da habe ich halt gesagt, okay, so, ich will ja kein Geld verdienen und so. Was ich jetzt machen soll, ob ich meine Folgen löschen kann, soll und so weiter. Dann haben die mir freundlicherweise gesagt, ich kann ihnen auch die Links schicken von den Videos und dann geben sie das bei der Agentur ein oder so irgendwie und dann habe ich da keine Probleme, dann ist das bei der Agentur gespeichert und ja, es gibt keine rechtlichen Probleme, solange ich kein Geld damit verdiene und für Geld verdiente. Nein. Habe ich. Auch wenn ich jetzt ungefähr 70.000 Klicks auf den ersten Part habe, schon. Ist das oft geklickteste Video von mir? Nein. Anfangs nicht, ich bin auch kein Partner und so. Nein. Aber das fand ich sehr freundlich von denen. Warum? Gut, dass sie mir das sozusagen erlaubt haben. Ja. Und jetzt darf ich das. Ja. Gut, ich mach mal kurz Stopp. Ah nein, doch nicht, oder? Doch, es könnte sein, dass gleich eine Unterbrechung kommt. Oder? Naja, ich weiß nicht. Deswegen kann ich dann auch... Ich habe das gelöscht, weil ich zum Beispiel den letzten Part, weil da so wegen urheberrechtlicher Gründe dieses Outro von Bibi und Tina, das ist ja auch Musik, die urheberrechtlich geschützt ist. Und das habe ich dann so hin und her und umgestellt und das und dies und das und dies und ja, wie sagt man? Ich lad's nochmal komplett neu hoch, denn jetzt bin ich auch... Mir hat's auch nicht gefallen. Und wenn jemand schon so
Also wenn eine, ein Publisher schon so, freundlich ist, dann muss ich das auch ehren und auch nochmal mit besserer Qualität und alles Mögliche, damit es auch seinen Standard und so behält und so. Und so. Oh, schon fertig. Oh, das ging jetzt aber rackzack.